Hallo und herzlich willkommen zum Videolernzyklus über das Boxplot-Diagramm. Mein Name ist Bernhard und ich begleite dich durch diese Videos. Wir befinden uns im Bereich der Statistik. Das bedeutet, wir werden mit Daten arbeiten. In diesen Videos erfährst du, was ein Boxplot ist, wofür es verwendet wird, wie man eines zeichnet und wie man es interpretiert und mit anderen vergleichen kann. Dazu auch gleich das erste Beispiel. Im Sportunterricht wird am Ende des Jahres eine Basketball-Freiwurf-Challenge gemacht. 11 Schülerinnen und Schüler müssen versuchen, mit jeweils 10 Würfen so viele Treffer wie möglich zu erzielen. Nachdem alle geworfen haben, werden die Treffer in einer Tabelle festgehalten. Das Ergebnis sieht so aus. Hier haben wir jetzt eine Liste mit Daten. Aus dieser Liste können wir einige spezielle Werte herauslesen. Kannst du dir denken, welche das sein könnten? Drücke kurz auf Pause und überlege dir eine Antwort. Als erstes können wir den kleinsten und den größten Wert herauslesen. Diese nennen wir Minimum für den kleinsten Wert und Maximum für den größten Wert. Für ein Boxplot benötigen wir außerdem noch bestimmte Werte, die wir nicht immer direkt aus der Datenliste herauslesen können. Um sie bestimmen zu können, ist es nötig, die Daten der Größe nachzuordnen. Das sieht nun so aus. Einer dieser Werte ist der Zentralwert. Der Zentralwert ist derjenige Wert, der in der Mitte der geordneten Liste steht und dadurch unsere Liste in zwei Hälften teilt. In der Mathematik wird dieser Wert auch Median genannt. Vorsicht, Verwechslungsgefahr. Manchmal wird der Median auch als der mittlere Wert bezeichnet. Dieser ist aber nicht gleich mit dem Mittelwert, also dem arithmetischen Mittel. Bitte aufpassen. Nun, wie erkennen wir den Median in unserer Liste? Um den Median finden zu können, müssen wir unsere Liste von vorhin zuerst ordnen. Dazu ordnen wir all unsere Werte der Reihe nach, vom kleinsten zum größten. Diese Liste wird der Rangliste genannt. Jetzt können wir unseren Median oder auch Zentralwert sehr einfach finden. Es ist der Wert, der in der Mitte der Liste steht, also 3. Der Median teilt unsere Datenliste in zwei Hälften, eine untere und eine obere Hälfte. Was wir jetzt noch brauchen, sind das erste und das dritte Quartil. Die Quartile teilen unsere beiden Hälften jeweils nochmal in der Mitte. Also ist das erste Quartil der Median der unteren Hälfte, also 2. Und das dritte Quartil ist der Median der oberen Hälfte, also 8. Für die Vollständigkeit brauchen wir noch das Minimum und das Maximum, also 1 und 9. In dieser Tabelle sind nun alle Werte, die wir brauchen, aufgelistet. Gut zu wissen ist, dass der Median gleichzeitig auch das zweite Quartil ist. Somit haben wir unsere Datenliste in 4 Abschnitte geteilt, die alle ungefähr ein Viertel der Daten enthalten, also ungefähr 25% pro Abschnitt. Ein fertiges Boxplot-Diagramm für diese Datenliste würde nun so aussehen. Das war's auch schon für dieses Video. Du hast nun die Begriffe Minimum, Maximum, erstes und drittes Quartil und den Median kennengelernt. Du kannst diese Werte auch aus einer Datenliste herauslesen und weißt, wie ein Boxplot-Diagramm aussieht. Im nächsten Video erfährst du, wie dieses Boxplot erstellt wurde und wie du es selbst zeichnen kannst. Also dann, bis zum nächsten Mal.